suchte eine Kreation umzustoßen. Ein toller Spaß. Das stimmt. Ich konnte ihn nur einen Zoll bewegen, bevor meine Nerven nachgaben. Die ganze Zeit spürte ich, wie Muria mich beobachtete. Ach ja. Und wieder einmal. Dungeon Nummer 3. Und wieder einmal müssen wir irgendwas für Kahn suchen. Als wäre es irgendwie anders gewesen. So, tschüss mit dir. Aua. Was? Ihr seid schon alle weg. Ach, schade. Ja. Irgendwie die Games von heute, die sind ja auch nicht mehr wirklich von der Schwierigkeitsgrad was. Und nachher fail ich bestimmt. So richtig schön kräftig stark. Deswegen hatte ich mich mit solchen gewagten Aussagen eben halt ein bisschen zurück. So, ein Sarg. Schön auseinanderreißen. Irgendeine Axt haben wir bekommen. Ich gucke jetzt aber noch nicht nach, was für eine Axt das jetzt war. Lass ich mich einfach nachher überraschen. Ah, wieder sowas hier. Ah, ich wusste doch, dass der das kaputt machen kann. Dachte ich mir schon. So. Ey, nicht laggen hier. Und wieder eine Supermünze. Nummer 20 in meinem Repertoire. Okay, langsam aber sicher nervt es mich, das hier. Kleinen Moment, ich starte mal eben mein System einfach mal neu. Der Rechner hat hier nämlich schon ein bisschen Zeit investiert, also von daher, bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Okay, damit haben wir auf jeden Fall schon mal alles von den Schamanen. Ist die Quest aber schon erledigt? Nein, nicht so.
Da ist eine Kiste. Nein, ich kann die Kiste nicht mehr. Noch nicht. Okay. Welche Todesfallen oder sonstiges erwarten mich hier? Ja gut, okay. Es erwarten mich keine Todesfallen, sondern einfach nur. Mich erwartet hier kein Weg. Hey. So. Hab ich eben gerade richtig gesehen? Der macht immer 1000 Schaden. Gut, okay, wir machen nochmal einen kleinen Schnitt. Bis ich habe auch eben gerade bemerkt, dass mein Headset nicht richtig saß. Ja. Leblage. Ah. Da führt es auf jeden Fall schon mal weiter. Das ist gut. Mein lieber Rechner. Solange du da irgendeinen Scheiß baust, kann ich nicht zocken. Ja, wir stehen jetzt ungefähr hier. Also. So, ich habe jetzt einfach mal auf 30 FPS eingestellt. Einfach mal, um zu gucken, ob ich das nicht irgendwie machen kann. Nein, kann ich auch nicht. Irgendwie mag mich mein Rechner heute jetzt echt nicht. Der mag mich echt nicht. Nee. So. Ah. Das geht doch schon viel besser. Ja, inzwischen hat sich auch schon Asche eben halt auf der Schulter von Tod eben halt ausgeruht. Weg da, du Rabe. Ja, ich glaube, dass ich die ganzen jetzt einmal so besiege. Der hat richtig gedacht, wenn ich. Nee, das. Was vorhin Probleme machte, ist nicht aktiv. Wir sehen uns gleich. Also eins muss man ja wirklich lassen, mein Rechner macht, wenn er mal Scheiße baut, dann macht er es auch richtig. Nee, aber die Musik finde ich eigentlich gar nicht mal so kotzig und es wird doch... Ja, ich lasse das jetzt hier mal so ein bisschen laufen, damit er sich so ein bisschen abreagiert. Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass dieser Sektor hier, wo er gerade draufschreibt, dass der eben halt vollkommen für einen Eimer ist. Ich könnte natürlich defragmentieren, aber ich glaube nicht, dass das wirklich was bringen wird. Von daher würde ich sagen, ja,
was soll ich großartig noch sagen? Am besten muss ich machen einen Schnitt und nehme irgendwas anderes auf. Damit sich einfach nur der Bereich eben halt jetzt beruhigt. Also bis gleich. Ja, ich hoffe mal, das geht jetzt einfach. Oh, es geht sogar nicht. Ja, man sieht auf jeden Fall 1000. Oh, Entschuldigung, 500 sogar. Na, kommt her, ich mach euch alle fertig. Gut, das war's schon. Dann wollen wir mal mit dem großen Koloss hier. Danke, Dicky. Und hier gibt es nichts. Warum gibt's hier nichts? Wirklich Sinnvolles. Naja. Aber es muss nun mal sein. So, den Rest kann ich auch so kaputt schlagen. Okay, da geht's nicht weiter. Dann machen wir hier auf. Dann sind 100 pro. Zentisch. Sicherlich. Da ist sowieso zu. Achso. So. Da habe ich jetzt aber irgendwas unten gesehen, oder? Nee, da war nichts. Ich habe nur den Kristall gesehen. Ich wusste jetzt nicht, dass das nur was Unwichtiges ist. So. Erst einmal das hier. Ey! Nicht schon wieder. Irgendwie mein Rechner, der will immer noch nicht wirklich so richtig. So wie ich will. Ah, der hat sich jetzt gefangen, gut. Na, es war mir so klar. Bams. Was ist das so?